kann ja wohl nicht wahr sein, die Scheiße. Aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen Licht. Das ist schon mal etwas. So. Feuer brennt, wir brennen alle. Was haben wir hier? Oh nein. Nur alleine. Och, nur Arman. Alleine, natürlich. Arman, wirklich jetzt? Okay. Was nimmst du? Sei doch nicht so ein Arman, Alter. Nimm Ektoplasma mit und Geisterbox. Wobei, nee, warte mal, wir müssen ja erstmal. Stimmt, scheiß mal auf Geisterbox. Gefriertemperatur. Ja, dann nehme ich EMF mit, ja, und UV. Alles klar, let's go, komm. Jetzt marschieren wir da rein. Wir haben extra Bier mitgebracht. Das wird nie wertgeschätzt. Ja, Mann. Nein, Arman heißt er. Ah ja, stimmt. Oh, mein Fehler. Okay. Nochmal ein letztes Mal Konzentration. Komm schon. Oh, ist das Reacher-Brett haben wir hier. Komm schon, Leute. Alle guten Dinge sind drei, oder wie sagt man immer? Jetzt da hochgelaufen oder? Wahrscheinlich, ne? Gute Nacht, Herr Lysenko. Schlafen Sie schön? Und somit auch gute Nacht, Frau Chaos-Marie. Einfach zur Sicherheit. Wir haben uns daran schon gewöhnt. Was runter? Roberto! Roro! Okay, ich glaube, das war nicht so cool. Hä? Nichts. Allein die Vorstellung, dass wir, also dass wir komplett alles schaffen mit dem Exorzismus. Wo ist noch wen? Kurz bei 10. Kevin? Ja. Hier EMF4. Okay. Hat mir gesagt, wird mich töten und hat runtergezählt, aber dann doch nicht getötet. Okay, lass uns zurück, bitte. LOL! Ektoplasma, hab ich jetzt gerade erst gesehen. Ey, zum Glück hab ich nochmal geguckt, sonst hätte ich weggeworfen.
Raus. Ey, zum Glück habe ich nochmal geschaut. Ich wollte gerade schon umdrehen, ich habe kurz überlegt, ob ich das Ektoplasma fliegen lasse. Zum Glück haben wir uns nochmal umgedreht, wir haben es gesehen. Ektoplasma ist drin. Bam! Nice. Okay, Sanity ist bei dir bei 54, 56 bei mir bei 64. Ektoplasma haben wir, sonst war, glaube ich, nur ein bisschen Reaktion auf EMF, oder? Ja, genau, aber halt auch maximal 4. Okay, ja gut, das heißt ja nichts. Das hat, wobei, nee, stimmt. Okay, Geisterbox. Testen wir. Kamera. Kerze aber brauchen wir ja nicht, weil Licht haben wir ja da drin, oder? Ja, genau, genau. Okay, dann nimm du mal irgendwie ESG und eigentlich hättest du das EMF da liegen lassen können. Ja, habe ich jetzt auch zu spät gemerkt. Egal, nimm einfach eins davon mit. Alles gut. Was war die Auswahl? Was soll ich mitnehmen? Das EMF oder ESG oder was? Wir haben ja sonst nichts mehr. Also Ektoplasma haben wir gecheckt. Ich weiß jetzt nicht, was noch die... Also wir haben erst einen Hinweis. Ich glaube, das reicht nicht. Komm, lass uns erst mal rein. Ich kann halt jetzt... ich habe UV und EMF. Ja. Ich laufe schon mal vor, dann gehe ich schon mal mit der Voice rein. Ja, genau. Lauf du ganz langsam. Ich gehe einfach entspannt hinter dir her. Ja. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Wo bist du? Where are you? Genau hier auf der Türschwelle. Where are you? Stell das ESG hin. Lass uns nicht so lange hier bleiben. Bewegt ja gerade, deswegen gucke ich gerade. Ja, aber stell's trotzdem bitte hin, wir haben nicht so viel Zeit. Wegen der Sanity. Hab ich. Achso, du hast keine ESG dabei. Nein, ich habe das ESG doch hingelegt. Ist doch zu deinen Füßen hier. Ja, EMF meine ich. Hast du nicht noch was? Achso, nee, ja, ich habe UV noch. Okay, ja, dann komm schnell raus. Hand!
Komm, Junge, komm, 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 komm. Oh shit, Alter, let's go! Gott sei Dank! Sehr nice, gut gemacht. Haben wir irgendwas also, Neues? Boah, die der Kamera. Geist droht mir die ganze Zeit. Ja, das macht hat er mit mir auch gemacht die ganze Zeit. Also Ghostbox, keine Reaktion, EMF war 4 nur, ne? Genau. Okay, ja, wir müssen ESG und die Staffelei da reinbringen, ganz einfach. Alter, wir sind bei 30 ja, und du bei 24, wir müssen Sanity-Pillen erstmal nehmen. Komm, lass uns erstmal die Sanity-Pillen reinschmeißen. Ich hoffe halt wirklich, dass er so aktiv bleibt und wir das einfach irgendwie, weiß ich nicht, safen können. Jeder nimmt jetzt eins und das andere Kruzifix. Wobei Fingerabdrücke müssen auch noch da sein, ne? Vielleicht. Ja, ich hab aber jetzt nichts gesehen und hab das Ding in der Hand. Okay. Also nix Kruzifix, das meine ich. Ja, deswegen frage ich halt, ja, egal. Wir brauchen ja noch den Boxhinweis, Mann. Kann nicht mit uns persönlich reden, das ist scheiße. Licht. Guck. Hier. Nichts zu sehen. Mach wieder an. Stell die Staffelei hin. Raus. Lauf du vor. Hand. Nee, eigentlich bekommst du nicht mit, wenn die Hand vorbei ist. Ich meine, du kannst deine Taschenlampe anhalten und dann flackert die irgendwann, aber ich habe halt einfach eine gewisse Zeit irgendwie abgewartet. Da wird einfach so ein bisschen rappelig jetzt hier, ne? Boah, ey, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich diese Tür aufmache, dass die Hand noch gar nicht vorbei ist und der kommt einfach in mein Gesicht gesprungen, wie so ein Flutschiff. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. So, keine Staffelei, logisch, kein ESG, logisch. Wir haben einen Hinweis bisher, oder? Wir haben einen Hinweis, ja. Es wird immer schlimmer. Was kann denn da? Warte mal.
Ne, wir haben doch nur einen, oder nicht? Wir haben keinen Fingerabdruck, wir haben keine Ghostbox. Gut, Ghostbox müsste man vielleicht nochmal du testen. Aber was wir testen könnten oder was wir sagen können, ist, Fingerabdruck müsste ja raus sein, weil wir sind ja direkt zum Schalter gegangen. Ja, Fingerabdruck ist raus. 100%. Also wenn Fingerabdruck jetzt nicht raus ist, dann deinstalliere ich das Ding. So, ja, kann ich verstehen. Wir haben noch viele Geister. Juraj, Gippo. Juraj hat ESG. Gippo hat ESG. Nama hat ESG und Staffelei? Junge, was? Den wirst du niemals finden, den Geist. Pass auf, den das ist es. Der ist es jetzt. Ich sag's dir, ich schwöre, der ist es jetzt. Mit unserem Glück. Ich schwöre, der ist es. Shade, warte mal, Shade. Geisterbox an Ort. Und ja, soll ich nochmal Pillen nehmen und dann nochmal kurz versuchen mit hier Ramirez, Amat und aber so weiter zu quatschen? Aber nur, wenn du das Kruzifix mitnimmst. Ja, klar. Wie gesagt, du kannst fragen, dann kannst du direkt wieder das Kruzifix in die Hand nehmen und weglaufen. So, Kruzifix ist am Start, Pille ist geschluckt, okay. I'm on the way. Alles klar. Ghostbox liegt vor dem EMF. Danke. Okay, Leute. Showtime. Wollen wir doch mal sehen, dass Amra oder wie der heißt, ein schönes Kinoprogramm uns liefert. Wenn ihr irgendwas seht, Leute, komplett direkt losschreien, ne? Boah, ich muss so furzen gerade. Aber ich glaube, das wäre sehr respektlos dem Geist gegenüber. Aber vielleicht braucht er sowas mal. Eine Erinnerung. Dreier EMF haben wir. Aber eben halt nur drei. Zwei. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ist er weggelaufen? Der war doch nicht einmal da. Jetzt sag nicht, der kommt mit dem Kruzifix da und das hat schon wieder. Das ist schon wieder weggeflogen, das Ding. Wehe! Junge, der hat einfach. Also wenn das wirklich, wirklich passiert ist, dann hat der aber sowas von Scheiße am Schuh. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich sehe eine Lampe. Wo war der denn jetzt? Komm schon. Ey, bist du blöd? Okay. Frag nicht so lange. Bitte frag nicht so lange. Dreier EMF. Frag nicht so lange, nimm das Kruzifix wieder in die Hand. Oh ja, selber schuld. Junge, der steht da auch 3000 Jahre drin, Alter. 3000 Jahre steht er da drin. Der macht da Telefonkonferenz mit dem. Wie lange willst du mit dem denn reden, bitte? So eine Scheiße. Vierer EMF. Er lebt aber noch. Kruzifix hat ihn den Arsch gerettet. Wir müssen das halt beobachten, ne? Das ist halt eigentlich, wenn man das bedenkt, wenn man halt sagt, yo, einer muss hier chillen und muss das beobachten, dann ist das eigentlich ein guter Punkt, dass das halt lange dauern kann, weil da muss irgendjemand muss immer wieder die Augen hier drauf halten. Das habe ich bei Phasmo immer so ein bisschen vermisst, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, irgendwie im Truck zu bleiben. Hallo. Ey, du hast es aber auch herausgefordert, ne? Stell zwei Fragen und dann also. Ist das Kruzifix in die Hand, Alter. Ich habe Herzinfarkt gekriegt. Vierer EMF am Maximum. Er hat mich schon einmal in den Keller verfolgt. Da habe ich schon gedacht, das Kruzifix ist am Arsch. Und dann bin ich hochgegangen, habe ein, zwei Fragen gestellt und dann war halt einfach Junge, vollkommen eskaliert. Du hast nicht ein, zwei Fragen gestellt, du hast einen Vortrag gehalten. Du hast eine Präsentation vor der Klasse gehalten, so oft wie du den gefragt hast.
Ja, ich wollte halt sicher gehen. Also wenn das jetzt die Ghostbox ist, wirklich, ich heule, ne? Also wenn wir gleich in die Lösung reinfliegen und die Ghostbox kommt in die Ecke, ich spiele das nicht mehr. Ich habe die Ghostbox dir an die Füße gelegt, ne? Ja. Weil, Sanity halt beide komplett am Arsch. Komplett. Eimerpillen ist noch da. Ja, geil. Fünfer EMF immer noch wahrscheinlich, aber fassen wir endlich. Ich würde auch sagen, dass es nicht wahrscheinlich ist, weil wir haben jetzt die ganze Zeit, wir hatten gerade komplette Action Bros, diese Särge und so. Und es war die ganze Zeit nur Maximum 4. Aber weiß ich halt nicht hundertprozentig. Hast du gesagt, show yourself auch wegen ESG? Ja, ich habe gesagt, show yourself. Ich habe jetzt nicht gesagt, manifest yourself. Das habe ich jetzt nicht getan. Nee. Okay. Ja, aber geht ja trotzdem beides, ist ja egal. Was machen wir jetzt? Also ich sehe es ehrlicherweise nicht ein, jetzt nochmal reinzurennen und ich mit einer Ghostbox. Ich meine, ich war vorher alleine ohne dich da und habe gefragt. Und jetzt warst du auch nochmal alleine da und hast gefragt. Ja, Wie gesagt, EMF dreht hoch bis 4, aber weiter geht's halt nicht. Und ich meine, es war eine Hand und es war 4. Es war auch nicht kalt, also würde ich Gefriertemperatur und EMF erstmal ausschließen. Sag dir, wie es ist. Es ist einfach dieses Nama-Ding. Staffelei und ESG, Alter, ich schwör's dir. Oder der möchte uns komplett verarschen. Wie es halt die ganze Zeit schon läuft. Also ich sag mal, wenn wir jetzt die Geisterbox noch offen lassen, dann kann es ein Shade, ein Gippo und ein Nama sein. Gefriertemperaturen war definitiv nicht, als er mich gejagt hat, hundertprozentig. EMF5 hättest du ja gesehen. Das Gute ist auch, guck mal, der Thermometer steht da. Ich weiß nicht, ob die Temperatur runtergeht, vielleicht, wenn die Gefriertemperaturen noch aktiviert werden. Ob das jetzt aktiv ist, wenn man das nicht in der Hand hat, weißt du? Aber man kann es halt erkennen. Ja. EMF passiert jetzt halt gerade gar nichts. Haben wir irgendwas in der Beschreibung drin bei den Geistern? Irgendwas in der Beschreibung bei den Geistern vielleicht. Was haben wir noch? Wenn wir jetzt, was machen wir? Nama und Gippo. Wenn wir EMF wegstreifen und Gefriertemperatur. Und die Geisterbox. Ja, wenn du Geisterbox wegmachst, dann bleibt nur noch der Nama. Aber die Geisterbox würde ich jetzt erstmal noch auflassen. Okay. Da haben wir nämlich Shade, Nama und Gippo. Was steht denn bei Nama? Ja gut, da steht gar nichts. Natürlich, klar. Wie immer. Gippo auch nichts. Super. Also Shade. Im Dunkeln sind sie aggressiver. Eine hell erleuchtete Umgebung schwächt den Shade. Wo? Es wurde einmal das Licht ausgemacht. Ja, und ich habe nämlich beispielsweise auch, als ich im Keller war, das Licht angemacht. Einfach nur, um zu gucken, ob es ihm irgendwie mir hilft oder nicht. Im Dunkeln sind sie aggressiver und wir haben jetzt gerade Licht an und es passiert nichts. Ja. Gar nichts. Wie gesagt, als ich im Keller war, habe ich sofort den Lichtschalter betätigt, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas bringt. Ja. Das Licht ist nicht sofort angegangen, aber es ist dann angegangen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es mich gerettet hat oder nicht. Lass das mal bitte sein, wirklich, das fuckt mich ab. Ich mach's umsonst nicht. Weil dann war die Hand auch vorbei, als das Licht angegangen ist. Ich weiß, wie viele Leute hier zuschauen. Guck mal, jetzt ist gerade wieder 4er EMF. Obwohl das Licht an ist. Keine Ahnung. Nee, alles gut, kannst du ja nicht wissen, aber für die Zukunft bitte nicht mehr machen, das wäre cool. Was machen wir jetzt? Warten wir? Gehen wir nochmal rein? Also, was sollen wir machen? Ich meine, das Ding ist, wir haben die Ghostbox gecheckt, wir haben Fingerabdrücke gecheckt, aber wir haben vorhin auch die ganze Zeit Fingerabdrücke gecheckt und es waren die Fingerabdrücke. Ja, ich weiß. Na, wenn es lauter als ich, weil daneben mir. Also das Einzige, was wir jetzt wirklich noch machen können, wäre, du hast ja das Kruzifix, dass du nochmal die Pillen nimmst. Ja. Und guckst, ob er irgendeine Reaktion, also wegen hier Manifest Yourself oder whatever. Wo sind die Fingerabdrücke? Wo ist das UV-Ding? Ist das da oben? Das liegt da oben, das liegt etwas rechts von dem EMF, also quasi bei dem Schalter in der Nähe. Okay. Ich schau nochmal nicht, dass ich was Falsches sage. Dann check ich das nochmal. Und die Geisterbox liegt hier zu deinen Füßen. Aber kann ich die alle mitnehmen? Kann ich nicht. Doch, kann ich. Okay. UV steht da. Okay, ich gucke. Ich gucke jetzt nochmal Geisterbox und ich gucke nochmal Fingerabdrücke. Und wenn da gar nichts kommt, dann. Ja, dann ist es. Dann nehmen wir Nama und gucken einfach. Wisst ihr, wie unlucky ich jetzt bin, Chat? Es ist jetzt so, dass ich jetzt außer seinem Hörradius laufe. Und er sieht in dem Moment irgendwie Leinwand und ESG vielleicht. Und ich höre gar nichts und denke, yo, geil.
als Maul. Ey, du willst mich verarschen, oder? Ach, halt's Maul! Ey, es kann nicht wahr sein! Was soll ich bitte noch machen?! Verpiss dich! Das kann nicht wahr sein, Alter. Pass auf, jetzt gehe ich da hoch, Staffelei ist fertig. Leute, ich schwör's euch, ich gehe nie wieder in dieses Spiel rein. Niemals! Kann nicht wahr sein, Alter. Halt's Maul! Halt's Maul! Ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Wir haben heute mit diesem Krankenhaus keine Freundschaft geschlossen. Die Frage ist jetzt nur, hat Navain ein ESG gesehen oder nicht? Es ist die Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Lass mich hier raus. Hä? Alter. Das gibt es nicht. Ich dachte gerade so, hä, ist das jetzt irgendwie so ein Bug? Und Kevin und das Bild ist bemalt. Es ist halt tatsächlich ein Nama. Du hattest recht, unser Glück hat einfach zugeschlagen. Es ist ein Nama, leck mich am Arsch. Das heißt, er hat auch ein ESG gesehen, ja? Hast du ein ESG gesehen? Ja. Halt's Maul, Alter, ich geh... Nee. Ey, Doch, ich hab erst gedacht so, okay, Hand, okay, dann ist es vielleicht einfach nur ein Bug und das ist dann irgendwie so ein Charakter oder sowas, aber es hing da drüber wirklich so schwebend, hing da was und das Bild ist halt bemalt. Also ist es halt ein fucking Nama. Es ist halt genau so, wie ich es gesagt habe. Und wenn es das jetzt nicht ist und ich mich nur verguckt habe, dann gucke ich mein... Hast du versucht zu rufen? Naja, inwiefern rufen? Naja, dass du das gesehen hast, weil dann hätte ich ja zurückkommen können. Das mit dem Bild auf jeden Fall. Und dann mit dem ESG, da war es schon zu spät. Da warst du schon tot. Ey, ich laufe halt 10 Meter hier raus. Ich sag zu dem Chat, Leute, passt mal auf, es ist jetzt so. Ich laufe aus dem Radius raus, dass ich ihn nicht mehr hören kann. Und in der Zeit kommt ESG und Staffelei. Ich gehe rein, es kommt eine Hand. Kruzifix safe mich, alles schön und gut. Ich gehe wieder hoch in die Richtung. Es kommt wieder eine Hand, bevor ich da reingehen kann. Und dann bin ich tot und dann gehe ich hoch und die Staffelei ist bemalt. Junge, das kann nicht wahr sein. Und es ist ein fucking Nama. Es ist scheiß Nama. Also, ohne Witz, ich deinstalliere das Spiel, wenn es jetzt nicht ein Nama ist, wenn ich mich beim ESG da verguckt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da hing halt was drüber wie so eine, ja, wie so eine in T-Pose so ein bisschen. Also halt so, als wenn da so eine Leiche aufgehangen da drüber hängt. Ich kann nicht mehr, ich bin gebrochen. So Gliedmaßen leicht nach unten, aber werden wir dann jetzt sehen? Ich bin am Ende, ich bin seelisch down. Ich bin vorbei, das Krankenhaus hat mich gebumst. Dreimal. Ich gehe jetzt raus, ja? Ja, geh mal raus. Ich bin so gespannt, wenn es jetzt wirklich ein Nama ist, ne? Das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Leute, das gibt es nicht. Ich hab's gejinxt. Ich hätte meine Schnauze halten sollen. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Es ist ein Nama. Es ist ein Nama. Das kann nicht wahr sein. 10 Runden. Einmal sag ich's und jedes Mal anders wäre es falsch. Ich geh Lotto spielen jetzt. Ey, ich sag's dir, ich geh jetzt Lotto spielen. Ich brech irgendwo in den Kiosk ein, ich mach Lottozahl jetzt. Ich mach Lottozahl. Mach das. Ey, das kann doch nicht sein, weißt du, du sagst es doch so für Sand, so, ja, bei unserem Glück ist es jetzt ein Nama, weißt du, ESG und Dingens, das, was wir nie kriegen.
Und vor allem das Bild war so, so im Schatten. Ich dachte so, hä, ist das jetzt vielleicht einfach nur ein schlechter Lichteinfall oder sowas? Dann habe ich gesehen, okay, doch, da ist was. Und, ja. Ich bin fertig. Chat, ich bin fertig.